Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider. Letzte Folge haben wir hier diesen Tempel erkundet. Ein Grab damit erforscht. Und jetzt geht es ab ins verdammte oder verfluchte Dorf. Ich weiß es gar nicht mehr. Um Baba Yaga in den Arsch zu treten. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Ich hoffe, die Blazy macht heute keine so großen Faxen. Also hoffe ich mal, dass sie heute leise sein wird. Wenn nicht, wäre das ziemlich scheiße. Ja, wahrscheinlich ist Großvater diesen Weg hier entlang gehoppelt, oder was? Alles klar. Er läuft auf jeden Fall bei Großvater. Nadja, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Die Blazy macht wieder Faxen. Ich höre sie trotz Headset auf. Meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga. Ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Ah ja. Hier hätten wir jetzt noch ein Lager. Aber ich glaube, mit dem Outfit können wir es auch mit Baba Yaga aufnehmen. Passt nämlich relativ gut. Das sieht schön aus hier. Oh, warte, shit. Hier weht eine Art Pollen umher. Blumen. Was hast du gesagt? Ich kann mich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Mir dreht sich alles. Nein, ich muss träumen. Nicht real. Null. Einfach weiter. Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Nein. Warte. Wir träumen die ganze Scheiße nur, oder? Ich kann keinen Jägerblick aktivieren. Halt. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Komm her. Das ist nicht echt. Nicht er. Das ist auch nicht echt. Halt! Bitte nicht! Gott, nein! Ich muss sofort hier raus! Shit, sie hat mich erschreckt. In den Mythen steht die Wahrheit. Ich will nur weg! Bitte! Nein, Lara, wir ziehen das jetzt durch. Nein! Nein, das ist nichts! Wir ziehen das jetzt durch.
Nein, eines Tages wirst du es verstehen. Wer bist du? Komm und sieh. Warte mal. What the fuck? Das ist unmöglich. Es ist nur ein Mythos. Sie ist hier. Na leid, Lara. Es gibt kein Zurück. Du wirst hier draußen verrotten. Und ab, mein Gott, an Gott! Nur Gott auf, Ganka! Hä? Was seid ihr denn für Höllenhunde, ha? Aber es ist schon mit ganz anderen Sachen aufgenommen. Oh. Jo. Ich, bin gerade ziemlich am Verkacken, oder? Was kommt davon, Baron, wenn man immer so eine große Fresse hat? Ja. I'm not doing well. Wäre auch gut, wenn ich mal treffen könnte. Okay, die stürmen aber nicht gleich sofort auf mich. LOL. Cool, wenn mir nichts getan hat. Wo ich verschissen habe. Okay, wir können die. Mach's einfach mal so. Try me, bitch. Au. Ja, irgendwann geht mir auch die Munition aus, liebes Spiel. Die gehen mir langsam auf den Sack hier. Pfeif doch mal deine dämlichen Hundeköter-Dinger hier zurück. Nein, das. Oh Gott, mich. Das geht nicht. Komm. Dein Vater erwartet dich. Was geht hier gerade ab? Lara! Kannst du mich hören? Bist du da? Ja. Alter, hat viel geschluckt. Glaube ich. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich hab gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Echt? Gott, ich hoffe es. Halluziniert. Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Okay. Oh, sieht aber schön aus. Wenn es doch nur nicht so felsig wäre, sondern ein bisschen grüner. Dann wäre es voll schön. Jemand war hier, vor kurzem.
hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Riecht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Das war ja effektiv. So, ich glaube, jetzt können wir... Können wir die Trümmer eigentlich auch ziehen? Ja. Schön. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Oh Mann, immer diese Leute, die selbst testen. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Ich glaube nicht, dass es die Hexe gibt. Ich glaube eher, dass das alles ja von der Oma inszeniert wird. Ach lol, warte, wir sind hier wieder rausgekommen. Dann müssen wir ja hier lang. Gedächtnis funktioniert. Yay. Habe ich überhaupt einen Timer gestellt? Ich guck mal schnell nach. Jo, Timer läuft. Nice. 2 Minuten, sagt der Timer. Ich gehe auch komplett falsch, oder? Mal, wenn ich jetzt da so gucke. Scheiße, wir müssen wieder zurück. Ah! Das gibt's doch nicht. Ja. Jetzt wieder hierhin zurück. Nee. Ich bin verwirrt. Jetzt soll ich wieder raus. Ist es normal, dass ich verwirrt bin? Ohne das Gegengift gehe ich nicht nochmal dort rein.
Na gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Aber es wurde verändert.